Hallo liebe Zielgruppe zu einem neuen Video auf unserem Kanal Kreuzfahrtcamper. Ihr habt es bereits gelesen, wir gehen in die Tiefen, wir gehen in die Untiefen der Fehler, aber alles nach unserem Intro. Ja Leute, was sollen wir sagen? Es scheint so, als hätte uns irgendwie der Fluch von unserem VW-Bus mitgenommen auf den Malibu, ne? Ja, auf den Ducato hier. Wir hatten, wann war das? Gestern. Ja, gestern hatten wir auf unserem Instagram-Kanal, also dann wisst ihr, wann wir das Video drehen, haben wir eine super Meldung, die blenden wir euch jetzt ein. Da war dann einfach nur die Motorkontrollleuchte angegangen. Und es wurde gesagt, Motor kontrollieren lassen. Kontrollieren lassen. Und dazu kam noch dann die, das hängt zusammen, Start-Stopp-System steht nicht zur Verfügung. Aber das ist normal. Ja, es steht ja nicht nur Start-Stopp nicht zur Verfügung, sondern auch alle sämtliche andere Sachen. Ja, also das heißt, im Fahrbetrieb kann man ja sozusagen Getriebe, Eco und Power und so weiter steuern. Das wird sofort abgeschaltet. Also das steht auch in der Bedienungsanleitung. Wenn irgendein Fehler auftaucht, dann werden alle Fahrmodis deaktiviert. Genau, das hatten wir dann gestern Abend, das war richtig schön. Wir kamen gerade vom Friseur. Ihr seht, unsere Haare sind wieder gut gemacht vom guten Markus. Ja. Nicht den schlechten Markus aus der Reise, sondern den guten Markus. Ja, und ja, wir sind einfach nur um die Kurve gefahren. Und dann auf einmal, piep, war der Fehler da. Ja, der Motor ist gestartet nach Start-Stopp. Und dann sind wir um die Kurve gefahren an der Ampel. Also abgebogen, ja. Was soll man sagen? Dann gingen alle Lampen an. Was haben wir getan? Wir haben dann, und wenn ich von wir rede, meine ich Stefan. Ich wollte gerade sagen, ich habe das Telefon zur Hand genommen am nächsten Tag und habe erstmal telefoniert. Ja. Einmal unseren Händler zu fragen, ist es okay, wenn wir uns an Fiat wenden oder gibt es dort irgendwelche Ansprüche? Nein, natürlich, das ist ein Fiat-Fahrzeug, also da kann der Händler ja auch nichts machen. Und auch Malibu bekommt diese Fahrzeuge einfach nur geliefert. Also habe ich bei Fiat angefangen anzurufen und ja, nach viel hin und her habe ich dann auch eine Werkstatt gefunden. Sehr netter Mitarbeiter. Also, und vor allen Dingen, die haben dann gesagt, ja, also ich habe dann gesagt, naja Mensch, wir brauchen das Auto am Wochenende. Es wäre schön, wenn wenigstens mal jemand auslesen könnte oder so. Haben sie dann auch gemacht. Sie haben mir einen Termin gegeben und zwar einen schnellen Termin. Super, vielen Dank in dem Fall an das Autohaus. Das ist echt klasse gewesen und auch der Service war super, also ich kann mich da echt nicht beschweren. Sie haben es auf jeden Fall ausgelesen. Ja, kommt zum Punkt. Ja, rausgekommen ist unterer Schwellwert NOx Grenze erreicht. Es gab einen Eintrag, wohl im, ich weiß nicht wie das jetzt heißt, im fachmännischen Bereich in dem System bei Fiat. So ist es auf jeden Fall, die haben ja auch ein System und dort wurde geschrieben, wenn dieser Fehler auftritt, dann liegt das zu großen Teilen an dem an der alten Software. So, es gab auch eine neuere Software für das Motorsteuergerät und das haben die auch gemacht. Fehler weg. Und nu? Und nu fahren wir weiter. Sind ja jetzt losgefahren am Wochenende. Genau. Tja, was soll ich sagen? Wir fahren auf die Autobahn, also erstmal tanken wir, alles ist super, alles ist toll. Wir ja. Fahren auf die Autobahn, wir fahren geradeaus und was passiert? Bing, piep. Wieder die ganze Scheiß an. Ich sag mal, Entschuldigung fürs Wort, aber die ganzen tollen Lampen sind alle wieder an. Ich krieg den Knall. Deshalb wundert euch jetzt bitte nicht. Ihr seht die Kleidung, die wir heute anhaben. Dieses Video wird ein paar Tage jetzt am Stück gedreht werden. Wir halten euch auf jeden Fall da komplett auf dem Laufenden, was wir da jetzt für einen Fehler wirklich haben. Es gibt viele Einträge auch im Internet und ich vermute auch eine gewisse Sache, die es sein kann. Genau, es, der Christian hat uns darauf hingewiesen, es könnte vielleicht der Partikelsensor sein. Korrekt, genau. Oder der Luftdrucksensor, irgendein Drucksensor. Der Partikeldrucksensor, also der misst im Endeffekt den vor dem Partikelfilter und nach dem Partikelfilter den Druck, um zu gucken und zu entscheiden, muss ich jetzt eine Abgasreinigung machen oder nicht. Das vermute ich, wird es nicht sein. Wir gehen davon aus, es könnte der Partikelfilter sein. Im allerallerschlimmsten Fall könnte es ja sogar das AGR-Ventil sein.
Ja, theoretisch, wenn irgendwelche Werte nicht richtig stimmen, könnte es durchaus sein, dass das AGR-Ventil nicht richtig regelt. Ja, also es sind viele Möglichkeiten. Da freuen wir uns ja drauf, dass wir jetzt wieder so richtig ins Klo gegriffen haben. Aber naja, das bringt euch Videos, uns, also mir jetzt wieder Arbeit. Aber mir bringt es auch Arbeit. Und ich halt muss wieder immerhin hinfahren. Und nerven bis zum geht nicht mehr, weil das ist echt nervig. Ist schon nervig. Ja, und leider haben wir auch ein kleines Problem. Unser Fiat-Händler bei uns in der Region gibt es da keinen. Also Fiat ist da rar unterwegs. Also 60 Kilometer, die wir mal hin und zurück. Ja, also ich muss so unbedingt um die 25 Kilometer ungefähr fahren. Naja, 50 bis 60 Kilometer, die wir zusätzlich immer noch drauf auf unseren Kilometerstand haben. Ihr wisst ja, dass wir ein Kontingent haben an Kilometern. Ja, wenn das jetzt immer wieder zur Werkstatt geht, also das ist jetzt keine Reise wert. Morgen lassen wir einfach mal den ADAC dazu, wenn wir mal zu befragen, weil für was. Ich rufe morgen den ADAC an und dann gucken wir mal, was der. Weil der Fehler ist jetzt aufgetaucht und wenn es wieder derselbe Fehler ist wie gestern, dann rufen wir bei der Werkstatt nochmal an, weil die haben. Dann lasse ich mir auf jeden Fall einen Termin geben. Also die sind wirklich total nett und die bemühen sich dort auch. Und ich sag mal, sie arbeiten ja auch nur nach den Regeln und nach den Normen von Fiat, weil sie müssen es ja auch bei Fiat abrechnen können. Ja, dann gucken wir einfach mal. Irgendwas wird sich schon ergeben. Also, wir machen jetzt eine Blende, wie es so schön heißt, und dann werden wir morgen erstmal Fiat abwarten, was dann auch die Werkstatt sagt. Wir halten euch auf dem Laufenden. Und ja, wir sind auf jeden Fall gespannt. Wir sehr müssen gespannt. Jetzt lange warten, also wir müssen jetzt mehr warten als ihr, weil wie gesagt, ihr kriegt eine Blende und dann geht's schon weiter. Der ADAC war da. Und was sagt er? Ja, also, er hat als allererstes erstmal das Ganze ausgelesen. Motorhaube war gar nicht offen, also das heißt, hat er gar nicht sich angeguckt, er hat nur ausgelesen. Fehlercode. Zumindest ist es bei denen so, das System hier. P24 Dora 1. Rußpartikelfilter. Das irgendwie mehrfach. Und er hatte noch einen weiteren Fehler, den sein System allerdings nicht auslesen kann, weil der Wagen zu neu ist. Er hat uns verwiesen natürlich auf die nächste Werkstatt. Ja, das Ganze. Er hat jetzt sozusagen diesen Fehler gelöscht, damit der Wagen eine Rußpartikelfilterreinigung machen kann, weil er das wohl irgendwie ein paar Mal abgebrochen hat oder so. Wir sind jetzt noch mal ein paar Kilometer gefahren, das sollte ich nämlich machen, auf höheren Umdrehungen, also so ab 2000 sollte ich den halten, damit er die Regeneration noch mal machen kann. Ob er das jetzt gemacht hat, weiß ich nicht, ehrlich gesagt, man kriegt das ja auch nicht wirklich mit während der Fahrt. Weiß ich nicht. So, wir haben jetzt 35 Kilometer gefahren. Auf jeden Fall waren kein Fehler mehr. Ja, wir sind gespannt, wenn wir 15 Kilometer noch draufpacken, wenn wir nämlich morgen nach Hause fahren. Genau. Wir haben uns jetzt hier auf einen Stellplatz hingestellt, weg von der Arbeit, sondern wirklich für uns jetzt einfach mal ein bisschen Wochenende genießen. Privat. Genau. Und ja, da gibt es auch keine Folge von. Also es ist einfach nur, weil ich war ja heute arbeiten. Und ja, dementsprechend haben wir gedacht, ach, das nutzen wir mal aus. Und für uns einfach nur mal raus. Ja. Und wie gesagt, ihr merkt schon, also es ist wirklich ein neuer Tag. Es gewittert bis zum geht nicht mehr. Aber wir sind froh, dass wir den Wagen haben. Mhm. Und ja, das nächste Update, das wird jetzt so 1, 2, 3 Tage dauern, weil der Wagen muss jetzt in die Werkstatt. Und was daraus kommt, das zeigen wir euch dann. Egal, ob der Fehler auftaucht oder nicht, der geht auf jeden Fall nochmal zur Kontrolle. Denn bevor wir in den Urlaub fahren, möchte ich gerne, dass das geklärt ist. Denn ich habe keine Lust, mich mit meinem, also mit diesem Thema den ganzen Urlaub zu befassen. Dann haben wir auch keinen schönen Urlaub. Ja. Also, wartet wieder eine Blende ab, dann wir sind gespannt. Ihr mehr, wir müssen noch ein bisschen warten. Genau. What we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights. I'll die with my own doubt.
Wie ihr gesehen habt, wir sind ein bisschen gefahren und zwar zur Werkstatt. Zweite Mal. Zum zweiten Mal sind wir jetzt hier. Jetzt soll wohl der Partikelsensor... Jetzt wird der Partikelsensor genau getauscht. Mal sehen, ob das den Erfolg bringt. Ich hoffe. Ja, ist ja schon... Also einmal natürlich für Malibu, die müssen da zustehen. Das ist vorne Karthago jetzt, muss man sagen. Ne? Und ihr holt diese Fahrzeuge, ihr geht auf keine anderen Marken. Es muss immer Fiat sein. Tja, und jetzt sind wir mal gespannt, was das wird. Tja, im Moment, ehrlich gesagt, habe ich den Eindruck, dass auch einfach nur noch Billigschrott verkauft wird oder beziehungsweise verbaut wird, weil einfach die Nachfrage ist da, so nach dem Motto, ach, das kaufen die Leute eh alles. Also es ist sehr, sehr, sehr traurig, finde ich. Also können wir billig mal. Und aber horrende Preise dafür verlangen. Das hätten wir uns unter Premium Best Class, Best Class in Van. Best Van in Class. Man muss den Spruch nicht können von denen, weil wie gesagt, Best Van, sorry, das definitiv nicht. Da haben wir noch ein paar andere Mankos hier. Wow. Das kommt auf jeden Fall später nochmal. Wie viel Schrauben und so weiter ich hier nachgezogen habe schon. Also das wird nochmal ein Video geben. Das Einzige, wo wir Malibu wirklich einen Daumen hoch geben können, das ist der Wohlfühlfaktor. Der definitiv, ist ja. Aber der Rest, nur holler die Waldweg. Jetzt werden wir diesen Wagen, wie gesagt, abgeben. Und dann sind wir mal einfach gespannt, ob er danach läuft. Ob er danach läuft. Wir müssen aber fast 100 Kilometer fahren, damit wir das wirklich wissen. Also wundert euch nicht, die T-Shirts sehen dann morgen anders aus. Wieder sind ein paar Tage vergangen. Ihr seht es, wir sehen halt wieder anders aus. Andere Klamotten an. Wir haben sage und schreibe über 30 Grad draußen. Yippie-yay-yay. Es ist auf jeden Fall richtig schön warm, aber... Ja, ist ja auch schön. Wir haben alle Fenster offen und dann geht das. Ja, Stefan, was wurde jetzt gemacht in der Werkstatt? Ja, also die Werkstatt hatte den Wagen ja dann den Tag, also diesen Montag sozusagen da und hat den dann im Prinzip ja auseinandergenommen. Also das heißt, die haben den Partikelfiltersensor gewechselt. Ja. Wie das jetzt genau abgelaufen ist, kann ich natürlich nicht sagen. Ich war natürlich nicht dabei. Das heißt, ich habe in der Zeit gearbeitet, während die an dem Auto natürlich gearbeitet haben. Aber es ist halt so gewesen, dass sie diesen Sensor gewechselt haben. Und seitdem, ja, wir sind jetzt sozusagen auf einer Probefahrt im Endeffekt, wenn man es so genau nimmt. Also es war ja immer so, dass nach 50 bis 100 Kilometer dieses Ding dann anging, diese Lampe. Die Motorstörlampe, also der Motorblock, der bekannte. Toi, toi, toi. Bis jetzt ist da noch nichts angegangen. Du musst auf Holz klopfen, nicht auf so ein komisches Imitat hier. Ja. Was immer das ist. Klopfen wir mal auf das Holz. Also, von daher, ich gehe mal davon aus, dass sich das Thema jetzt dann auch erledigt hat und dass halt nochmal dieser Partikelfilter-Sensor halt einfach gewechselt werden musste. Da hat halt ein Update vom Motorsteuergerät einfach auch nicht ausgereicht. Ja, das ist halt... leider immer dasselbe. Es ist ja bekannt entsprechend, dass genau dieser Fehler auftaucht und dass erst immer ein Update gefahren wird, obwohl man eigentlich weiß, dass der Sensor richtig Probleme macht. Vielleicht weiß das die Werkstatt da jetzt auch nicht so genau, weil das Thema ist einfach, die haben nicht so viele Nutzfahrzeuge. Das ist halt kein Nutzfahrzeugshändler, das muss man halt auch so sagen, also Fiat Professional Händler, sondern es ist halt ein Fiat Werkstatt einfach nur, die aber Professional mit reparieren können, theoretisch, ja. Naja, es gab aber den Rückruf, der anscheinend noch weitaus mehr Fahrzeuge betrifft, als eigentlich von den Baujahren gesagt wurde. Also wir haben auch schon einiges darüber gefunden und danach dürfte unser ja eigentlich gar nicht drin vorkommen, aber... Tja, für uns ist es dann schon mal eine Freude. Ich habe es uns zu Stefan gesagt, leider haben wir die Werkstatt nicht mehr angetroffen, weil es einfach von der Zeit her nicht angepasst ist. Ich habe schon gesagt, wir werden uns dann mit unserem neuen Malibu dann melden, wenn wir wissen, ja, in 3600 Kilometern sind wir dann wieder da. Dann könnt ihr gleich Update fahren und gleich auch den Sensor austauschen, weil wir gehen davon aus, die Charge wird einfach nur grottenschlecht sein. Und wir werden genau dieselben Probleme... Wahrscheinlich schon, je nachdem, wann der produziert wurde, unser dann. Aber ich vermute, dass der da auf Halde steht und dass das da wahrscheinlich auch so sein wird, ja. Ja, es wird also nicht langweilig, das heißt, wenn bei euch auch die Motorstörlampe angeht, dann, wie gesagt, und ihr fahrt zum Händler, beziehungsweise zur Werkstatt,
wie gesagt, Update, ja, können sie machen, aber idealerweise tauschen sie leicht den Sensor aus, weil zu 99% ist das der Fehler. Das haben auch viele in Gruppen, in Facebook und so weiter berichtet. Also ich denke mal, diejenigen, die das Video vielleicht jetzt auch sogar sich interessehalber mal anschauen, die wissen, wovon wir sprechen, welche Wege wir gehen mussten. Das sind die mit Sicherheit auch gegangen. Ja. Und für alle anderen hoffen wir auf jeden Fall, dass das nicht so dolle ist und nicht so, ja, dolle vorkommt, sage ich mal, nicht bei so vielen Fahrzeugen. Und gerade nicht wieder vorm Urlaub. Das wäre halt schön. Ja, das ist einfach mal so ein Update. Wir werden euch natürlich in unseren Reisevlogs, die jetzt folgen werden, natürlich ein Update geben, sollte sich da was geändert haben. Aber ich glaube, für das soll es erstmal reichen. Ihr seid wieder up to date, was wir für Spaß haben mit unserem Ducato. Und hoffentlich ihr nicht. Genau. Und solange wünschen wir euch eine schöne Reisezeit. Bleibt weiterhin schön gesund. Genießt dieses Hammerwetter, was wir zurzeit in Europa haben. Und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.